sieht aus mit meinem Zapfding. Da kann ich nichts rausnehmen. Ist der Hecht unten auf? Ja. Meine Damen und Herren, Klaus-Dieter Schön, der Jüngliche des ersten Kampfes, bildet um Vorstellung der beiden Boxer. Im Weltergewicht steht sich gegenüber in der roten Ecke Vincenzo Gualtieri. Vincenzo startet für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Er boxt gegen Ansor Malumelov, Baden-Württemberg. Rund 2, Runde 1. Vincenzo Gualtieri ist 20 Jahre alt und startet für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Sein Heimatverein ist der ASV Wuppertal. Vincenzo bestritt bisher 91 Kämpfe, wovon er 68 gewann. Er ist der Vizedeutsche Meister bei den Männern. Betreut wird er heute von Jürgen Tolkowitz und Jochen Kempin. Zwei.
ein. Er startet für den Landesverband Baden-Württemberg. Zu Hause boxt er für den Goldblau Stuttgart. Angeblich ist er 64 Kämpfe, wovon er 59 Mal als Gewinner den Ring verließ. Er ist der deutsche Meister aus dem Jahr 2009, süddeutscher Meister aus dem Jahre 2009 und 2012. Betreut wird er heute von Alexander Geier und Vitali Tarasov. Meine Damen und Herren, kommen wir zur Urteilsverkündung. Einstimmiger Punktsieger ist der Boxer aus der blauen Ecke, Andrei Mironov.